Wir haben uns heute hier versammelt, um die Feste von Dagon zu stürmen. Mit all unseren Verbündeten, die sich so ranfinden lassen hatten. Das sind echt viele. So, ich versuche mal mit so vielen Leuten, wie nur geht, zu reden. Weil, wo immer sie diese ganzen... Wo haben sie denn die alle hergefunden? Also, wie genau von den Elam Drals, der, super, der bestimmt eine super Hilfe ist. Hat Kishu eigentlich so eine Art Thron? Krone tatsächlich? Sind die anderen auch bei? Die gehen dazu. Ich kann nur mit Kishu reden. Na gut. Fangen wir mal von links nach rechts an. Fangen wir mit Axios an. Meine Brigadisten stehen bereit. Nach unserer Peinlichkeit in Grenzburg sind wir begierig auf eine Gelegenheit, um zu beweisen, dass das nur ein Versehen war. Wir haben Dagon in Rotmähne geschlagen und wir werden ihn auch hier schlagen. Hä? Also, ich weiß nicht, wie sehr verpflichtet die sich fühlen. Na ja, gut, wie geht's der Grenzburg? Die Feste bleibt wachsam und der Ruf der Garnison stark. Trotz dieser Sache mit dem gemalten Auge. Dank unseres Sieges an der Feste Rotmähne. Ja, schön, dass deine Truppe wieder dabei ist. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Zu viele Nächte beim Wachdienst in einer Feste machen jeden Soldaten stumpfsinnig. Wir freuen uns, die Klingen an Dagons Hörnern wetzen zu können. Die sind ein bisschen sehr optimistisch, die Burschen, ne? Tumira? Big Oil! Nein, ich irre mich. Ihr seid keine Außenseiterin mehr. Nach der Stärke, die ihr gegen Naxosa gezeigt habt, gehört ihr zum Stamm. Ich wette, ihr seid bereit, dass es noch mehr Blut regnet, ja? Diese Wirrköpfe sehen den Ast ja nicht einmal, wenn er sie mitten im Gesicht erwischt. Das Ding ist... können die dran bluten? Und vor allen Dingen, es ist irgendwie eine unglaubliche Menge an Leuten, die sie hier aufhören. Ich bin ja sehr gespannt, ob die nochmal wichtig werden oder ob die jetzt einfach nur im Hintergrund rumkämpfen, die jetzt hier einmal kurz präsentiert wird. Ja, wie ist denn der Treffer vergangen? Das interessiert mich einen Scheiß. Wie sind die hier zugekommen? Ich war ein gewaltiger, uralter Baum, der vor Durst dahinschwand. Eure Ankunft war wie ein Sturzregen, der mich bis auf die Wurzeln durchnässte. Nun stehe ich wieder stolz und von neuem Leben erfüllt da. Was auch als nächstes kommt, ich bin nur dafür gewappnet, weil ihr mich in die Welt zurückgebracht habt. Ich dachte, der war einfach nur alt. Die Lossi, ja, schön, dass ich mit den Winden alle reden kann. Und ne? Noch eine Schlacht, auf die sich diese alten Schuppen vorbereiten müssen. Da ist es gut, dass ihr meine Klingen geborgen habt. Keine Sorge, Dick Beko. Ich werde wieder an eurer Seite sein. Ob ihr mich seht oder nicht. Oh ja, wer beschützt Stein? Und naja, die werden ja wohl für eine so eine Schlacht so aushalten. Das ist viel größere Gefahr, dass die halt sterben und dann niemand mehr zu beschützen da ist, oder? Keine Angst. Seit dem Triumph der Winde über die Banditen haben viele unseres Stammes begonnen, sich mit uns zu ertüchtigen. Sie erkennen nun, dass Selbstgefälligkeit sie nicht verbergen kann. Ich glaube, dass das Dorf in unserer Abwesenheit sicher ist. Und den anderen Winden? Die stehen ja neben mir. Vieles ist besser geworden seit eurer Ankunft. Myrtar verbringt weniger Zeit im Verborgenen. Ich konnte seine Begeisterung spüren, als er sich mir im Kampf anschloss, auch wenn er das verneint. Und Otumira widersteht der Versuchung, jeden Fremden herauszufordern, den er trifft. Solche Verbesserungen ermutigen mich. Okay. Was sagt Myrtar selber dazu? Ich schätze, die anderen werden euch Worte der Ermutigung und der Weisheit spenden, bevor wir uns in die Schlacht stürzen. Ha! Ihr braucht kein solches Geplapper. Bleibt einfach bei der Sache. So wie damals, als ihr mir bei meinem Sieg gegen Naxosa ausgeholfen habt. Euer wacher Geist ist die treueste Waffe, die ihr braucht. Ich habe ihm ausgeholfen. Okay. Hat er seitdem schon ein bisschen was gemacht? Ha! Das nennt ihr eine Schlacht? Wohl eher Ungezieferbekämpfung. Wenn ihr meine Schlacht gegen Kasa Aido, den Schlammherzigen, miterlebt hättet, würdet ihr wissen, was ein wahres Ringen ist. Wie ihr euch denken könnt, bin ich zu meinen Studien zurückgekehrt. Ich darf nichts von meiner Zeit mehr verschwenden, bis sie zu Ende geht. Kasa Aido, den Schlammherzigen. Wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, eine Karte in Elder Scrolls Legends oder so. Obwohl, nee, das spielt, glaube ich, handlungstechnisch später, ne? Weil Elder Scrolls Legends hat anscheinend eine Handlung, was mir ein bisschen spät aufgefallen ist. Jetzt hätte ich mir das vielleicht eventuell mal angetan in irgendeinem Format, aber irgendwie habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Egal, er wartet bald zu sterben, ja. Bald? Nicht im Mindesten. Selbst dieses kleine Scharmützel, das uns bevorsteht,
macht mir keinerlei Sorgen. Doch irgendwann werden meine Schuppen grau, wie es mit allen Dingen geschieht. Die reine Menge an Wissen, das ich noch zu verstehen suche, ist überwältigend. Und deshalb studiere ich. Es sollte ja wohl möglich sein, wenn man sich mit der Magie beschäftigt, sein Leben ein bisschen zu verlängern. Kriegen ja alle anderen Leute auch hin. So, Gideon Legionär. Elam Drahlt, warum ist er denn hier? Wie zur Hölle hat Lirant ihn überhaupt gefunden? Ich habe gehört, Merunes Dagon hat seine Lektion beim ersten Mal nicht gelernt. So soll es sein. Ich bin stets ein geduldiger Lehrmeister. Was hat er so gemacht? Nee, wahrscheinlich meucheln hier und dort? Rian und Keshu haben sich mit den Anhängern der erwachenden Flamme herumgeschlagen, die sich in Dunkelforst zu erkennen gegeben haben. Also habe ich mich selbst jenen gewidmet, die gehofft hatten, in den Schatten bleiben zu können. Ich muss schließlich den guten Namen der dunklen Bruderschaft bewahren. Und da macht er hier aber so eine offene Schlacht mit. Ich meine, was will er denn da machen? Also ein bisschen Infiltration, okay, aber das, was wir jetzt hier planen, ist ja, fühlt sich mehr so nach Frontalangriff an, ne? Naja, gut. Oder wir töten einfach am Ende dieser ganzen Geschichte hier alles. Wäre ein bisschen schade um Keshu. Ich habe festgestellt, dass die Kämpfe um das Nest manchmal am Rand des Sumpfs beginnen. Doch weiter bin ich gewiss noch nie gereist, um meine Heimat zu verteidigen. Ich bin bereit, wieder an eurer Seite zu kämpfen. Das Ding ist ja aber auch, dass das, naja, wieso richtig ist dieser Ort ja nicht physisch weiter weg. Also quasi befindet er sich in Superposition zu Nirn. Mehr oder weniger. Oder auch nicht. Weil wir können ja jederzeit ein Portal nach Oblivion aufmachen zu irgendeiner Ebene. Was ja sagt, dass wir prinzipiell nicht wirklich reisen, sondern nur die Daseinsebene wechseln. Wie sieht es in Gideon aus? Gideon geht es gut. Viele von jenen, die insgeheim Vandasia dienten, haben nach der Feste Rotmähne versucht, zurück in ihre Verstecke zu kriechen. Doch meine Schwarzflossen sind geschickt beim Ausgraben von Schlammgraben auf zwei Beinen. Sie werden sich durch ein Untertauchen nicht ihrer gerechten Strafe entziehen. Ich dachte, der große Trick bei Geheimorden ist halt auch, dass es keine Mitgliederlisten gibt oder dass die Leute halt so an sich geheim sind. Was übrigens so organisatorisch bestimmt total schwierig ist, wenn du die irgendwie ausrüsten möchtest oder so, ne? Na gut. Schön, dass du gekommen bist. Anführer, die bereit sind, sich vor ihre Leute zu stellen, müssen sich auch den damit verbundenen Gefahren aussetzen. Wo sonst gehöre ich hin, wenn nicht hierhin? Dann soll ich... Schön. Haben wir noch irgendjemanden, den wir kennen? Also die Leute, die halt nicht das Zeichen über dem Kopf haben? Selbst Hauptmann Rian ist hergekommen. Um den kann ich leider nicht reden. Rian, wie los? Schön, dass die alle einzelnen Namen haben, weil sie ihn wiederverwendet haben. Hauptmann Rian, die Ohr. Ich muss gestehen, ich dachte, wir hätten die Sache mit Merunes Dagon auf der Feste Rotmähne geklärt. Nun gut. Es ist eine Ehre, wieder an eurer Seite zu kämpfen, Söldnerin. Ja, also das Ding so mit Dietrich und Fürsten ist, dass das nie geklärt ist. Aber ich gebe Ihnen recht, eigentlich hätte man meinen müssen, dass für seine Generation jetzt erstmal Ruhe ist, ne? Okay, was hast du so Schönes gemacht in letzter Zeit? Wir hatten keinen Ärger mehr mit endzeitlichen Kulten, seit wir Vandasia und die erwachende Flamme besiegt haben. Und dank der Elfenbeinbrigade und der Schwarzflossenlegion ist für Dunkelforst Sicherheit gesorgt. Ehrlich gesagt, war es ziemlich langweilig. Das, ist doch eigentlich nichts Schlechtes, oder? Verwechselt mein Wagemut nicht mit Leichtsinn. Lyrant, eure Verbündete, hat erklärt, was für mich dabei auf dem Spiel steht. Ich werde diese Sache bis zum Sieg durchstehen oder dabei sterben. Weniger könnt ihr von mir nicht erwarten. Ad Victoriam also, alles klar, na schön. Noch irgendjemand, der mit mir reden möchte? Das war gerade Miri. Es wäre witzig, wenn die Bastian irgendwo dazwischen stehen würde. So, Rynkios mit seinen Klingenträgern. Schön, dass hier die komischen Gideon-Legionäre irgendwo im Hintergrund rumstehen, ne? Noch irgendwer? Nö, okay, gut. Dann können wir mit den richtigen Leuten reden. Lieber erstmal mit Arox. Der verdient das, glaube ich, am meisten. Bin ich jetzt ja wirklich gespannt, was er jetzt noch machen möchte. Obwohl sie sich einem schrecklichen und sicheren Tod gegenübersehen, kommen eure Verbündeten. Ihr habt diese Armee aufgebaut. Nun müsst ihr sie zum Ruhm führen. Meine Tasthaare beben vor Vorfreude auf die kommende Schlacht. Ich finde es immer noch witzig, dass Arox der Verstümmler, als wirklich, dass es sein ganzer Name ist, dass er nie nur Arox heißt, sondern Arox der Verstümmler, weil es voller Name, obwohl er eigentlich gerade eher Arox die Dead-Ratte ist. Na gut, haben wir eine Chance? Kein Stück, aber der Versuch wird glorreich werden. Ich meine, natürlich, Herren. Es wird schwierig, aber ich werde euch beistehen. Ganz bis zum Ende.
Ja gut, das ist wieder so positiv. Naja, Drynkios, der ist ja voll motiviert wahrscheinlich. Champion, wie versprochen wird der Klingenträger-Clan an eurer Seite kämpfen. Ich bin jetzt schon Champion? Das ist ja cool. Na gut, ihr habt meinen Dank, ja, in der Tat. Eine prächtige Schlacht erwartet uns im Trost der Zerstörung. Sicher werden viele sterben. Das ist auffüllend. Eure Verbündeten stehen an eurer Seite und fühlen sich geehrt, ihr Leben für euch zu geben. Verratet mir eins. Seid ihr hierauf wirklich vorbereitet? Ja, ziemlich. Das Lustige ist vor allen Dingen auch, wenn du so in der Ebene des Vergessens stirbst, ist das, glaube ich, ein bisschen anders, als wenn du auf Nirn im Kampf gegen Dedra verreckst, oder? Weil ich meine, dann bist du ja schon mal da. Ich müsste mal in die Lore tauchen, um zu gucken, wie das ist. Aber ich glaube, es ist mit Risiken verbunden. Na gut, ich bin bereit, ihn aufzuhalten. Gut. Ihr werdet diese feste Überzeugung brauchen, um als Siegerin hieraus hervorzugehen. Gebt eure Kampfhaltung nicht einmal für einen Wimpernschlag auf. Wenn ihr auch nur den leisesten Anflug von Schwäche zeigt, wird Meronis Dagon das ausnutzen. Dessen könnt ihr euch gewiss sein. Okay, klasse. Sieh mit den Dingen. Das ist leider nicht mehr, das ist seine beiden Leibwächter bei, die ich immer zulabere jedes Mal, wenn ich hier bin. Na gut, Evely? So, da wären wir. Es ist seltsam daran zurückzudenken, wie alles angefangen hat. Doch jetzt bringen wir es zu Ende, oder? Wir werden Sombren aufhalten, genau wie Merunes Dagon. Naja, eigentlich müssen wir zum Glück nur Sombren aufhalten. Und obwohl, gut, wir haben ja unsere Geheimwaffen. Ne? Wir können ja tatsächlich Dagon selber bannen. Ne? Wir tun unser Bestes. Toll, das wird leicht. Wir schleichen uns einfach rein und geben Sombren und Merunes Dagon eins auf die Mütze. Es ist genau wie dieses eine Mal, als er mittleren Wahl... Wisst ihr, ich glaube nicht, dass sich Ermittlerin Vala je um einen dädrischen Fürsten kümmern musste. Ja, weil das ist halt irgendwie so eine Sache, die überlässt man eigentlich Vollzeithelden, ne? So richtigen, so professionellen. Diana Koretin, sie heißt übrigens immer noch nicht, ich hab schon wieder einen Mayrid, ne? Das ist eine recht beeindruckende Streitmacht. Lyrant wirkte nicht sonderlich hoffnungsfroh, Verbündete zu finden. Aber ich glaube, sie unterschätzte, welchen Einfluss ihr auf die Leute habt. Ja, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen das große Plothole-Dingsbums, ne? Weil an sich, zumindest Alia, die hohe Elfenvampirin, ist ja eigentlich von in alle Himmelsrichtungen bekannt, ne? Also das ist halt, es gibt kein Reich, in dem man mich noch nicht getroffen hat. Aber Ausnahme ist Karkschein 2. Da habe ich die Quest nicht gemacht. Aber ansonsten kennt man mich überall. Überall. Und vielleicht in Cyrodi selbst, weil ich... Naja, egal. Meinst du, das reicht? Ich habe mich bisher noch nie mit einem dädrischen Fürsten angelegt. Von daher kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Doch ich würde mein Gold auf uns setzen. Wenn jemand Merunes Dagon aufhalten kann, dann seid ihr es. Ihr werdet diese Sache zu Ende bringen. Und ich werde an eurer Seite sein, wenn wir Sombren die Stirn bieten. Ja, also ich meine, ich würde auch das Geld auf mich setzen, weil das ist, wenn ich nicht gewinne, dann wäre es doch ziemlich hoch, dass das Geld andere Leute haben, oder? Kalia? Na gut, die ist jetzt auch noch irgendwie so halb dabei, ne? Ihr habt viele Verbündete gefunden. Das sollte mich nicht überraschen. Es tut mir leid, dass ich mich euch in diesem Kampf nicht anschließen kann. Ohne meine Macht wäre ich euch keine große Hilfe. Doch ich weiß nicht so recht, ob ich überhaupt sehen wollen würde, wie alles endet. Es wäre zu schmerzhaft. Also sie hat wirklich ohne ihre Macht keinerlei Talent? Ich hätte gedacht, dass sie halt zumindest normale Magie kann, weil sie hat ja, sie haben ja irgendwie gemacht, sie meint, sie haben irgendwie zwischendurch schon was gelernt und die Macht, das andere Zeug kann man drauf, also sie sind tatsächlich magisch inert? Krass. Na gut, ja, wir müssen Sombren aufhalten, wir müssen ihre Macht zurückholen und sie der Anakoretin geben? Naja, was heißt zurückholen, transferieren? Von ihre Macht? Ja, eigentlich ist ja die Macht von Dagon, ne? Ich weiß. Ich vertraue euch. Doch es ist schwer. Mir liegt noch immer etwas an ihm. Eine Weile waren wir beide alles, was wir hatten. Aber ich mache mir keine Illusionen. Ich weiß, dass er verloren ist. Er ist nicht mehr der Sombren, den ich einst kannte. Das ist immer das Ding, so an verfluchten Gegenständen, die einen in die Finsternis ziehen, nicht wahr? Waren das echt alle, mit denen ich reden konnte? Oh. Okay, da hat jemand auf jeden Fall seine Miri... Was sind das überhaupt für Klamotten? Das ist ja... Weißt du, ist das hier irgendwie das Daedra-Sklaven-Outfit oder was ist das hier? Das ist ja wirklich nur ein Fetzen. Vor allem, das ist nur ein Rock, ne? Sonst nichts. Das ist das Oberteil. Also hat da jemand seine Miri maximal ausgezogen.
Guck mal, es gibt sogar ein bisschen Hintern zu sehen. Wenn da ist meine Miri richtig gut weggekommen, ne? Naja, wahrscheinlich war zu erwarten. Ich nehme an, das ist so 50-50. Die eine Hälfte, die ihre Begleiter halt irgendwie so leicht bekleidet wie nur irgend möglich anzieht. Und die andere Hälfte, die ihre Begleiter halt irgendwie die coolste Rüstung geben, die sie finden können. Ich muss zugeben, dass mein Diebesgehen-Lieder jetzt eher so passt, aber was zur Hölle. Gut, er selber hat auch nicht viel mehr an, wa? Aber ihm sieht das halt, hat er auch... Bei ihm sieht man auch Hintern. Aber irgendwie, was ist der denn für ein Vieh? Oder ist das ein Helm, was er aufhat? Er sieht auf jeden Fall leicht komisch aus. Ja, Leute, ich glaube, das ist ein Stylo. Guck mal, das ist ein Drehmarken, oder? Was hat der, was ist das, ein Panther? Was ist denn das für ein Vieh, was er da hat? Jetzt ist er weg. Naja. Reden wir mit Lyrant und begeben uns langsam mal zur Schlacht. Heute wird das nicht mehr passieren. Heute haben wir wirklich nur mit Leuten geredet. Ich habe Verbündete versammelt. Jene, die schon früher an eurer Seite gekämpft haben. Ihr habt wirklich eine Menge von ihnen auf euren Reisen angesammelt. Wollen wir hoffen, dass es mit ihnen und mit dem Wissen der Dead-Ratte über den Aufbau der Festung reichen wird. Jetzt ist er vor allen Dingen auch nicht mehr so ungeduldig, ne? Vorher war sie, zwischendurch war sie ja irgendwie sehr gehetzt und jetzt ist er wieder total ruhig und naja, machen wir halt mal los. Was ist unser Plan? Ich werde ein Portal öffnen, um uns hinter die Mauern der Stadt zu bringen, wie Arox es vorschlägt. Anschließend kümmern sich unsere Verbündeten um den Großteil der Verteidigung des Trosts. Während wir versuchen, Somren abzufangen, ehe er seine Macht an Meronis Dagon übergibt. Was wenn er die ihm gibt? Ich meine, dann haben wir sie ja nicht mehr und können unsere große Deus Ex Machina nicht zusammenbauen. Zuversicht dient uns hier besser als Schwarzmalerei, Sterbliche. Doch je früher wir anfangen, desto besser. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um mit euren Verbündeten zu sprechen, wenn ihr wollt. Gebt mir danach Bescheid, sobald ihr bereit seid. Ah ja. Das ist jetzt tatsächlich die große Endschlacht, ne? Naja, Judy, ich meine, wir haben dafür trainiert, ne? Wir haben uns darauf vorbereitet und generell überhaupt. Ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Sag ich mal. Na, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Aber halt in der nächsten Episode, damit alles schön häppchenweise bleibt. Haben wir heute noch was anderes erfahren? Naja. Mal sehen, ob irgendwer von den Named NPCs sterben oder ob nur wieder irgendwelche Randoms draufgehen. Ich meine, das kann jetzt richtig bittersweet enden, dass wir halt das dann schaffen, aber Stück für Stück halt irgendwie. Aber Keshu darf wahrscheinlich nicht sterben, weil die ist, glaube ich, legendär. Aber die anderen, Rian Leor, die vier Winde, was sind nur drei? Elam Drals, na gut, Elam Drals brauchen wir vielleicht noch. Aber zumindest Leor darf sterben. Kommandant Axios wahrscheinlich auch. Und die Anachorete? Ich sehe schon, dass die sich am Ende opfert, ne? Weil. Die ist ja nicht zu wichtig, die würde ja am Ende in der Geschichte auftauchen. Also, das ist ja schon recht viel Macht, die sie mit sich rumschleppt. Und dass die nirgendwo anders vorkommt, ist schon verdächtig. Na Judy, machen wir aber halt beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.